Bitte wundert euch auch nicht darüber, dass das Thumbnail wieder immer dasselbe sein wird. Ab jetzt wird nämlich wieder das Thumbnail immer das gleiche sein. So, ich. Wisst ihr was? Ich hau hier einfach mal einen richtigen Balken rein zwischendrin. So, 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 so. So, ich glaube, das ist zwar noch nicht die richtige Stelle, wo der stehen wird, aber man kann es ja immer noch mal austauschen. So. Und hoch. Hüpf. Weil wir ja hier nicht einfach die Dinger an die Wand machen können. Die Treppen. Weil, wie ihr seht, wird es ja nach oben hin enger. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Leitern dran gemacht hätte, hier so, und da ein Loch gemacht hätte, dann wäre ich da bloß an der Wand rausgekommen. Darum muss die Säule hier ziemlich im Raum stehen, aber ist ja auch nicht verkehrt, weil es gibt ja auch Balken, beziehungsweise Leitern kann man ja auch an die Wand stellen. So, und dann machen wir das am besten hier auch gleich mal noch weiter. Hier muss eh noch ein Zwischenboden rein, da bin ich mir ganz sicher, dass ich das nicht so offen gelassen habe. So. Ein so. Toll. Oh, jetzt bin ich bis ganz runter gerutscht hier. So, dahin. Und auch dahin. Und auch. Ups, so. Und auch dahin. So, das hier wieder weg. Und dann schaue ich mal den da weg. Jetzt hier hoch. Oh nein, das war so klar. Weil wenn ich einmal Jump'n'Run Skills beweisen will, dann falle ich natürlich runter. Und auch ein zweites Mal. Und einmal versuchen wir es noch. Ansonsten wisst ihr, warum ich keinen Jump to the Server mache. So, oh, hab's geschafft. Oh, ich sollte einen Jump to the Servers machen. So, das benutze ich wieder, um hochzukommen, weil wir das da eh setzen müssen, glaube ich. Und jetzt ein paar Dinger fürs Dach. Treppen. So, zack, 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 zack. Zappelt ab. Ja, zappelt ab, ganz genau, das wollte ich sagen. So, und jetzt müssen wir das natürlich nach oben noch ein bisschen spitz zulaufen lassen. Ich will es aber nicht zu spitz machen. Ach so, nach dem Weihnachtsspezial habe ich da oben das Dach ausgetauscht. Ich dachte mir, wir haben das ganze Haus gescheatet. Und dann mache ich auch das Dach nochmal so in einem Abwasch damit drauf. Habe ich halt im Creative Mode, während ich das Weihnachtsspezial gebaut habe, auch gleich ausgetauscht. So, wupp. Und dann kommen wir wieder einmal rum, rum, rum. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so sehe, könnte knapp werden, dass wir reichen, ne? Mit dem Holz. Also mit den Treppen. Ich meine, ich habe ja noch ein Stick dabei. Ein Stack dabei. Ein Stick vielleicht auch. Ne, ein Stick auch nicht. So, so, so. Und ab jetzt beginnt dann für mich halt auch. Also ist jetzt die letzte Woche vor Weihnachten. Ne, eigentlich die vorletzte Woche vor Weihnachten. Und für mich beginnt dann jetzt halt auch die Zeit, in der ich produziere, render, upload, produziere, render, upload, produziere, render, upload. Und das alles möglichst nah beieinander, damit ich das halt alles für den Urlaub halt auch fertig habe. Also, Upload-Marathon, ihr wisst Bescheid. Deswegen auch dasselbe Thumbnail die ganze Zeit. Und weil wir ja eh an der Mühle arbeiten, passt das, ne? Kennen einige, die vielleicht schon seit längerem treu meine Zuschauer sind, kennen das vielleicht. Das habe ich auch schon mal bei dem Bau der Dach der Scheune gemacht. Da habe ich auch immer dasselbe Thumbnail genommen. So. Ganz einfach, weil ich da halt auch im Urlaub war und so ein Thumbnail machen braucht ja auch immer ein bisschen Zeit. So, oder noch einen drauf? Ne, ich glaube, so ist schon ganz gut, ne? So, jetzt haben wir bloß das Problem, wie kommen wir hier runter, ohne zu sterben? Vom Dach. Spider vom Dach. Ja, das wirkt nicht besonders klug, aber scheiß drauf. Ich mache meine ganze Rüstung noch kaputt. So. Wir haben das Dach fertig. Auch schon ein großes Stück an Arbeit, was wir unbedingt erledigt haben mussten. Bevor wir jetzt ein bisschen Wolle eintreiben, da gehe ich auch nochmal schauen bei allen Kisten, die ich so habe, bei allem Stuff, was ich so habe.
Und dann mache ich hier schon mal wieder einen kurzen Cut, auch wenn das jetzt bloß naja, eine Viertelstunde vielleicht ist. Wir machen das noch auf 20 Minuten hoch, sodass das zwei Folgen ungefähr werden. Ja, so ungefähr 10 Minuten Folgen habe ich mir gedacht. Und alles an Wolle will ich jetzt mal zusammentragen, was ich noch so habe, damit ich langsam schauen kann, dass ich hier vorne die Windmühlenflügel dran machen kann. Und was ich auch brauche, ist noch auf jeden Fall weiterhin jede Menge Holz. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist ein Stack. Ein Stack und 4. Das reicht aber, glaube ich, noch lange nicht. Ich glaube, ich brauche mindestens 2 Stacks. So, jetzt schaue ich hier mal noch rein. Die nehme ich mal schon mit. Wer weiß, wer weiß. Holz? Haben wir hier gar keins drin? Auch nicht. Okay. Was für ein Holz soll ich denn da mal am besten... Das ist gut hier, da kommen wir immer schön ran und die können nicht weglaufen, das lohnt sich. Was für ein Holz soll ich denn mal am liebsten nehmen? Weil ich muss ja auch noch Zäune herstellen und ich muss auch noch... Hier, dann nehme ich das Tropenholz. Oder? Obwohl, Tropenholz habe ich so schon immer nicht so viel. Warte mal, ich glaube, da werde ich auch das normale Holz nehmen. Das hier will ich erstmal nicht verbrauchen, mein Schwarzeichenholz. Da will ich mir erstmal genau überlegen, was ich da draus mache. Schauen wir mal. So, dann gehe ich erstmal hier drüben noch rein. Ich werde hier noch einmal die Schafe scheren. Wupp. Und wupp. Habe ich zufällig noch Getreide dabei? Nee, leider nicht. Okay. So, das war... Das ist quasi alles, was ich jetzt an weiße Wolle habe. Und Stack und 11. Ist jetzt erstmal nicht so viel. Oh, das sieht komisch aus. Das muss ich auf jeden Fall da wieder abändern. Und da fehlt ein... Eine Klappe. Ah, die habe ich... Die habe ich bestimmt versehentlich kaputt gemacht. Oh, guck mal, wie sich das lohnt hier. So, dann kann ich doch gleich mal gucken, ob ich euch nochmal vermehren kann. Alle miteinander. Siehst du, das Kleine ist ja auch schon groß geworden. Von daher nehme ich mal an, das funktioniert. Super. Und hier auch. Könnt ihr? Kommt ihr aneinander ran? Super. Dann hole ich mir gleich mal noch die Schnüre wieder raus. Da sind sie, die Leinen. So. Einmal ein weißes Schaf, wupp, und einmal ein weißes Schaf, wupp. So, dann haben wir auch genug und eine Leine habe ich über. Das soll uns aber nicht stören. So, wenn die schön groß sind, dann haben wir hier auf jeden Fall eine gute Wolleproduktion. Das läuft. So. Das Glas, da wollte ich gucken. Glas brauche ich, glaube ich, da für die Fenster. Und dann wollte ich den Fußboden noch reinmachen. Aber erst wollte ich nachschauen, wo genau die Ebene nochmal hinkommen. Und das werde ich ganz kurz, ja, da werde ich mich ganz kurz gleich verabschieden. So, aber erst auch nochmal eine wichtige Sache, nämlich unsere Felder abernten. Aber ich sehe gerade, die sind noch gar nicht alle so weit hier hinten, aber. So, weil wir brauchen das Getreide von dem Getreide, das können wir nämlich tauschen mit dem einen hier. Unserem einen NPC, den wir hier im Keller eingesperrt haben. Und wenn wir das machen, bekommen wir dafür nicht nur Smaragde, sondern quasi auch tolle neue Ware, die wir gegen die Smaragde wieder eintauschen können. Zum Beispiel eine Diamant-Axt. Und wenn wir einen unendlich Vorrat an Diamant-Äxten haben, ist auch schon mal nicht schlecht, ne? Kann ich mich zumindest nicht beschweren. So, die beiden NPCs, die werden wir dann auch mal noch umziehen lassen. Einer soll ja noch in die Kneipe einziehen. Und ein NPC soll noch... Oh, da muss auf jeden Fall eine Seerose drüber. Und ein NPC soll auch noch in dem Haus der Schweinchen einziehen. Was ja jetzt die Weihnachtsfolge war. Werde ich an der Stelle hier bestimmt nicht verlinken. Weil ich da immer nicht dran denke. So. So. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch nebenbei nachschauen, nämlich, ich weiß es gerade nicht. Ach so, ob ich da noch eine Seerose drin hatte. Aber gut, ich glaube, da war keine. Und wenn, dann kann ich mir auch gleich mal unten noch eine holen. So, eine brauche ich, hier ist noch eine zweite Lücke, die brauche ich. Okay.
ich finde das gar nicht so schlimm hier, die Felder, dass die so offen sind. Ich glaube nicht, dass ich eine automatische Erntemaschine bauen möchte. Erstmal so viel Aufwand für etwas, das wir hier quasi jetzt auch mal nebenbei machen. Und dann ist das ja auch so, irgendwie landschaftlich passt das nicht so richtig rein. So. So. Zack. Und einer fehlt mir noch. Zack. So. Wunderbar. So. Übrigens spielen wir schon in der neuen Version 1.7.4. Auch schon die letzte Folge. Ich hoffe, da denke ich dran, das in die Beschreibung reinzumachen. So, ich bin ja allgemein in letzter Zeit mit der Beschreibung immer ein bisschen hinterher. Auch bei zum Beispiel Terraria, da steht immer Minecraft, weil das halt die Standardeinstellungen sind. Und ja, ach, naja, das ist doch alles halb so wild. Oder werde ich deswegen gehatet? Vielleicht ist das doch der Grund für die Hate-Attacken. Ich weiß nicht. Okay, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Jetzt haben wir das Dach der Mühle schon fertig. Beim nächsten Mal wollen wir schon mit den Windrädern anfangen und verschiedene Bodenebenen damit einziehen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.